Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu den Neuzugängen der letzten Wochen. Hier ist wieder ein bisschen was bei mir angekommen. Ich habe was geschenkt bekommen, ich habe mir was selber gekauft. Ich habe einfach ein bisschen im Online geshoppt und möchte dir gerne zeigen, was bei mir eingezogen ist. Es ist sowohl was, was ans Herz geht, als auch was für die Lachmuskeln. Es ist auch was, was zum Nachdenken anregt, was einen so selbst ein bisschen bestätigen soll. Es ist alles Mögliche. Ich zeige dir das auch alles durcheinander. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Buch und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das ist ja wohl die Krönung von Renate Bergmann, habe ich zu Ostern geschenkt bekommen. Und hier geht es um Renate und ihre Freundin Ilse, die zusammen nach Großbritannien reisen, um die Krönung von King Charles III. Mitzuerleben. Und Renate ist jemand, die liest sehr gerne solche Klatschzeitschriften, die interessiert sich für die Royals. Und natürlich glaubt sie nicht alles, was in der Klatschpresse steht, aber ein bisschen natürlich schon, ne? Und zumindest hier im Klappentext steht, dass sie eben so über Camilla und die ganzen Skandale, was so Treue und Untreue angeht im Königshaus, dass sie da halt ein bisschen was gelesen hat und so weiter und so fort. Und ich stelle mir einfach schon alleine lustig vor, wenn Renate und Ilse Englisch sprechen müssen und da auf einmal stehen und dann mit dem Fähnchen irgendwie winken. Renate ist eine Online-Omi. Ich habe schon in ganz vielen Videos darüber gesprochen. Ich finde das unfassbar lustig und freue mich auf dieses Buch. Das ist immer sehr dünn, heißt, ich werde es vermutlich an einem Stück durchlesen. Das werde ich auch bald tun, denn ich möchte natürlich gerne wissen, was sie und Ilse erlebt haben. Also, das ist wirklich ja, für mich schon wieder der absolute Kracher. Und ich hoffe, dass es meinen, ja, wie soll ich sagen, meinen Erwartungen dann auch entspricht. Und oh, mal gucken. So was Lustiges, was man dann irgendwie zwischendrin mal liest, kann ja nicht schaden. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, bei dem ich nicht widerstehen konnte, weil ich von der Autorin schon ein paar Bücher gelesen habe und ihren Schreibstil sehr gerne mag. Und zwar von Gabriela Santos de Lima, That Girl. Das wird gerade auch ziemlich gehypt, das ist ja noch relativ neu. Und hier geht es um Tess. Tess hat einen Blog, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ein Social Media Account, wo sie alles Mögliche teilt über Selbstliebe. Sie erzählt auch viel über Tinder-Dates und wie selbstbewusst sie da eigentlich so rangeht. Und ist so That Girl, ne? Das ist ja so das Ding, was man so in Social Media irgendwie sagt, wenn jemand so gefühlt alles kann, alles hat, voll schön ist und selbstbewusst und Selbstliebe und weiß ich nie was alles. Und dann lernt sie Leo kennen, in den sie sich total verliebt. Und da werden alle ihre Prinzipien und ihre Werte, für die sie eigentlich steht, voll auf den Kopf gestellt. Und es ist die Frage, okay, ist sie denn wirklich That Girl? Oder ja, wer ist sie eigentlich? Ich weiß, dass Gabby auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen sehr viel darüber erzählt hat, dass sie auch viel von ihren eigenen Erfahrungen, was so Tinder-Dates angeht, hier drin verarbeitet hat. Und ich habe auch von vielen schon Rezensionen gelesen, die gesagt haben, dass es wirklich genau dieses Dating-Leben irgendwie so in den frühen 20ern einfach beschreibt. Und da ich sehr gerne mag, dass Gabby sehr oft so eine Melancholie in den Büchern mit drin hat, die sich aber nicht so schwer nach Ersticken anfühlt, sondern nach dem echten Leben irgendwie, habe ich total Lust darauf. Und dann dachte ich so, komm, ich kaufe mir das jetzt einfach. Ich möchte es gerne lesen. Ich möchte gerne mehr von ihr lesen. Ich habe ganz viele Bücher von ihr noch nicht gelesen und das will ich jetzt nach und nach nachholen. Nach und nach nachholen, weißt du? Möchte ich das gerne. So. Und dann habe ich noch ein Buch von einer Autorin geschickt bekommen, von Nicola Koch. Immer und überall wir. Und hier geht es, ich muss noch mal kurz spicken, mit den ganzen Namen, weißt du, wenn ich bei so vielen Büchern irgendwie, die ich ja noch nicht gelesen habe, mit den Namen komme ich manchmal durcheinander. Hier geht es um Franziska und Ben. Die sind beide Lehrer an derselben Schule und Franziska soll sich um Ben kümmern, ihn einarbeiten und sie hat eigentlich darauf überhaupt keine Lust. Sie hat eine beste Freundin, die sehr spirituell ist. Soweit ich weiß, heißt sie Lena, deswegen hat die Autorin mich angeschrieben und meinte, hey Lena, hast du nicht Bock, das zu lesen? Und dann starten die ein Experiment. Und Franziska möchte dann Ben unbedingt erzählen, was eigentlich in diesem Experiment alles so an Erkenntnissen in ihr herangereift sind. Und dann steht hier noch bevor sie Ben von ihrer Vermutung erzählen kann, tritt schon die nächste Katastrophe ein. Finde ich, klingt auch wieder sehr gut. Ich mag auch das Cover sehr gerne sogar mit der Sanduhr. Und werde dann demnächst mal erkunden, was es mit Franziska und Ben so auf sich hat. Genau. So, eine weitere Autorin, die ich zwar nicht jetzt direkt persönlich kenne, aber von der ich sehr viel halte, ist Johanna Kramer. Und ich habe mir Liebe, Glaube, Schreibe von ihr gekauft. Johanna Kramer ist
vielleicht, wenn du ganz alte Videos von mir auch kennst, ich habe mal so ein Mondjournal gezeigt und sie hat auch so einen Mond-Newsletter, den ich abonniert habe und daher kenne ich sie. Also ich habe so ein paar Seminare bei ihr schon besucht und als ich gesehen habe, dass sie dieses Buch rausbringt, war ich Feuer und Flamme, weil sie sehr viele so Journal-Workshops auch gibt. Also so dieses Schreiben ist für sie quasi, ja, wie so eine Art Therapie eigentlich. Und in Liebe, Glaube, Schreibe erzählt sie sehr viel Persönliches von sich, wie sie eben zum Schreiben gekommen ist, wie sie zum Journalen gekommen ist. Und hier stehen auch ganz viele Schreibimpulse drin. Ich habe das übrigens hier mit diesem geilen Farbschnitt und ich habe es mir signiert bestellt, weil ich darauf richtig Bock hatte. Und sie erzählt quasi ihre eigene Geschichte, zumindest das, was sie teilen möchte, und kombiniert das eben mit Tipps und mit so Schreibimpulsen. Ich habe noch nicht damit angefangen, weil ich gerade noch mit ein paar anderen Dingen so beschäftigt bin, wo es auch viel um Schreiben geht. Wollte es aber trotzdem gerne direkt, wenn es rauskommt, haben, weil ich sie damit auch einfach gerne unterstützen wollte. Ja, schauen wir mal, was ich dir dann davon berichten kann, wenn ich es denn zur Hand nehme und dann eben auch schreibe. Also es ist ein Buch, was du nicht einfach nur liest, sondern mit dem du dann quasi auch arbeitest. Und weil ich ja nicht schon genug Journals habe, habe ich bei Lebenskompass geshoppt. Das ist ja eine Seite, wo es so total schöne so Dankbarkeitsjournals gibt oder irgendwelche Vision Board Sets oder ja, ganz viele verschiedene wunderschöne Sachen, wie ich finde. Und da war jetzt gerade Spring Sale. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, ist der Spring Sale vorbei, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen waren manche Dinge bis zu 50% rabattiert und ich habe dann zugeschlagen. Es klingt gerade so, als würde ich bezahlte Werbung für sie machen. Mache ich tatsächlich nicht. Ich habe das einfach nur durch Zufall gesehen und habe mir das Achtsamkeits 5-Minuten-Journal, was ich quasi in weiß schon habe und gerade auch benutze, direkt in schwarz nochmal nachgekauft, weil für mich klar war, ich will das genauso nochmal haben. Huch! Da sind immer so Karten vorne drin. Das ist so aufgeteilt, dass die Seite sozusagen so aussieht, dass du hier einen Teil für morgens hast und einen für abends. Was es immer gibt, ist deine Affirmation für den Tag. Ich bin dankbar für und auf dieses Ziel richte ich heute meinen Fokus. Das sind so die drei Fragen quasi, die jeden Morgen kommen. Und dann hast du immer noch ein Kästchen, was sich täglich unterscheidet, was ich voll schön finde. Ich hatte ganz lange dieses 6-Minuten-Tagebuch, um genau zu sein, 1,5 Jahre, also über 1,5 Jahre. Und das fand ich auch toll, aber da sind halt wirklich immer dieselben Fragen. Und ich habe dann irgendwie Lust gehabt auf was anderes, deswegen habe ich mir das geholt und benutze eben gerade das in weiß und es gibt es auch in schwarz. Ich möchte nämlich, dass die ich habe, sich optisch unterscheiden. Und dann habe ich die hinten hier neben ein Regal. Das habe ich mir jedenfalls geholt. Auch wenn ich sowas schon mal gezeigt habe, wollte ich es trotzdem gerne nochmal zeigen. Denn ich habe mich echt gefreut, wie groß das Interesse dann doch irgendwie war an den ganzen Journals, die ich habe. Fand ich cool. Ich mache auch nochmal ein extra Video dazu. Ich weiß nur noch nicht, wann, weil ich gerade so ein bisschen am Umsortieren bin. Aber mache ich auf jeden Fall noch. Und dann habe ich noch zwei gekauft, und zwar diese beiden hier. Eins, das heißt Inner Peace, 65 Reminder für jeden Tag. Ein Inspirationsbuch für Achtsamkeit, Selbstliebe und schöne Gedanken. Ich finde das auch richtig schön. Ich muss da selber rüberschmuggeln. Da, wo ich gerade hingucke, ist quasi der Display von meiner Kamera. Und dann kann ich sehen, ob dich das irgendwie blendet und kann dann sehen, wie schön hier das Gold quasi rauskommt. Und ich habe da jetzt, bevor ich es dir jetzt zeige, nur so ein bisschen durchgeblättert, weil ich ja noch nicht gerne alles sehen wollte. Und du hast halt wirklich verschieden gestaltete Seiten. Ich will jetzt halt nicht zu viel davon eigentlich zeigen. Deswegen gehe ich jetzt einfach random hier mal irgendwie rein. Warte. Um dir das zu zeigen. Das sind halt wunderschön gestaltete Seiten, wo du eben, ja, einfach daran erinnert wirst, dass die kleinen Dinge im Leben auch zählen und dass du dankbar sein solltest für kleine Dinge. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber ich mag sowas voll gerne, wenn man wirklich was hat, was einen eine längere Zeit begleitet. Und wenn ich Lust habe, kann ich da morgens oder auch abends oder wann auch immer einfach mal zugreifen und reinschauen. Deswegen habe ich mir das geholt. Und dann habe ich mir noch ein Dankbarkeitstagebuch geholt. Das sieht so aus. Start being grateful. Ich bin ehrlich, ich hätte es eigentlich natürlich gar nicht gebraucht. Aber wie schön ist das? Wie schön ist das? Und es war rabattiert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, mein Gott, ich bestelle ja da eh, da werde ich das wohl auch noch brauchen. So war das ungefähr. Das Ganze ging innerhalb von ein paar Sekunden in meinem Kopf ab. Und da habe ich auch mal reingeschaut, wie es ist, weil ich dachte, okay, es ist dann jeden Tag quasi ähnlich aufgebaut. Also das habe ich schon auf der Website noch nachgeguckt, weil ich dachte, wenn ich jetzt jeden Tag die gleiche Seite habe, brauche ich es vielleicht wirklich nicht, weil ich ja auch
in dem anderen Achtsamkeitsbuch quasi aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Aber es ist so aufgebaut, dass du verschiedene Wochenthemen quasi hast. Also in Woche 1 hast du die kleinen Dinge und dann hast du eben dazu passend jeden Tag eine Seite. Dann hast du beispielsweise in Woche 8 Beziehungen, wo du eben ja auf Beziehungen in deinem Leben bezogen was aufschreibst. Dann hast du, ich blätter jetzt mal hier einfach irgendwo in Woche 10, zum Beispiel Hobby und Freizeit, damit du eben auf verschiedene Aspekte in deinem Leben guckst. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich merke, dass sich langsam, wenn ich jeden Morgen eben aufschreibe, wofür ich dankbar bin, sich viele Dinge wiederholen, für die ich auch wirklich dankbar bin. Aber ich könnte ja den Fokus auch mal auf was anderes richten in meinem Leben, wo ich jetzt zum Beispiel nicht so oft aufschreibe, keine Ahnung, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe oder was auch immer, ne? Deswegen, das habe ich mir geholt. Und eigentlich hätte ich dir vor, lass mich nicht lügen, 2-3 Wochen nur diese Neuzugänge gezeigt, die ich dir jetzt zeige. Aber ich dachte, naja, ich kenne mich ja, wa? Ich werde wahrscheinlich doch noch jetzt ein paar Bücher shoppen, weil ich dir sagen muss, ich bin jetzt voll irgendwie wieder so drin, im auch mal mir ein Buch zu kaufen. Denn die letzten Jahre war das ja auf meinem Kanal relativ selten eigentlich. Also da gab es nicht so viele Neuzugänge-Videos wie jetzt gefühlt in diesem Jahr schon. Aber jetzt fühlt es sich gerade gut an. Mal gucken, wann der Punkt kommt, wo ich sage, so jetzt reicht es aber auch mal wieder. Ich würde eigentlich jetzt sagen, jetzt reicht es schon mal wieder, weil dieser Wagen ist voll. Aber ich habe auch ja einfach gerade so viel Spaß daran zu lesen, dass sich das auch, also dass sich dieser Wagen auch schnell wieder leert. Naja, ich habe jedenfalls neulich Bücher geshoppt, die sich so mit dem ganzen Thema Selbstliebe und Heilung und so weiter beschäftigen, ne? Und wollte eigentlich ein einziges Buch haben. Und das ist dieses hier von Bianca Spadassino, The Strength in Our Scars. Das habe ich bei Instagram gesehen und von der Autorin habe ich auch schon mal ein Buch gekauft. Und das sind quasi so Gedankenimpulse oder auch Gedichte, kurze Abrisse von ihren Gedanken. Und hier geht es eben darum, als Oberthema, was man eigentlich für Stärke daraus ziehen kann, wenn man irgendwie verletzlich ist oder wenn man irgendwas erlebt hat, was nicht so toll war. Oder wenn man denkt in dem Moment, boah, irgendwie ist gerade alles scheiße. Und das andere Buch, was ich von ihr gelesen habe, hat mir echt gut gefallen. Beziehungsweise, es ist halt ja keine zusammenhängende Geschichte, sondern du hast eben diese einzelnen Gedanken, diese einzelnen kurzen Gedichte. Und darauf habe ich richtig Lust. Das Ding ist, die Bücher, die ich bestellt habe, sind alle auf Englisch und ich glaube, die gibt es auch nicht auf Deutsch. Das sind auch alle Self-Publisher, das finde ich auch immer ganz cool, die dann zu unterstützen. Aber ich finde, dass die meist recht simpel geschrieben sind. Also dass man, selbst wenn man jetzt sagt, okay, mein Englisch ist okay, aber jetzt nicht besonders gut oder super herausragend, kann man das, glaube ich, doch sehr gut verstehen, wäre jetzt so meine Einschätzung. Also das ist auf jeden Fall eins, was ich gekauft habe. Und dann, ich sage dir, ich habe das bei Amazon bestellt und dann wurden mir darunter Bücher, die ähnlich sind, vorgeschlagen. Das war mein Untergang. Das war wirklich mein Untergang, weil die sind jetzt auch nicht gerade super günstig. Dafür, dass sie halt recht dünn sind, kosten sie zum Teil trotzdem irgendwie 16, 17 Euro oder so. Was okay ist, da steckt viel Liebe drin und gerade als Self-Publisher musst du halt ja vermutlich erst recht gucken, dass du eben auch irgendwas an deinen Büchern verdienst. Von daher gebe ich das dann auch gerne aus. Aber mir wurde das zum Beispiel vorgeschlagen von Michelle G. Stratford, Self-Love Notes. Ach nee, da oben geht's erst recht los mit Fill Up on Hope with Self-Love Notes. Uplifting Poetry, Affirmations and Quotes. Also Poetry, Affirmations and Quotes, ja, Zitate, Affirmationen und Gedichte, was einfach so Self-Love Notes sind, ja. Und das ist hier drin auch zum Teil mit so kleinen Engelsfiguren gestaltet. Sieht man das? Ich glaube ja, ne? Und das ist eben auch genau wie das andere und wie auch die, die ich dir gleich noch zeige, eben einfach, dass du auf einer Seite irgendwie ein kurzes Gedicht hast, ein paar Gedanken und dann eben darüber einfach ein bisschen nachdenkst, es sacken lässt. Und das finde ich ganz schön. Genauso wie ich dann von Palm KC You Will Feel Whole Again angezeigt bekommen habe und dachte, naja klar, brauche ich auch. Sieht ja auch schön aus, habe ich mir gedacht. Und da geht es wirklich eben, wie der Titel schon sagt, darum, dass du dich wieder ganz fühlst, dass du dich wieder angekommen fühlst, dass du dich wieder wie du fühlst und ja, das sind eben auch dann einfach so kurze Gedankenabrisse. Genauso wie dann auch hier, das wurde mir auch angezeigt, ich bin dir ehrlich, ich habe das gesehen und dachte, oh, finde ich schön. Also so bin ich jetzt am Büchershoppen, wie ich es eigentlich nicht mehr machen wollte, aber ich bin einfach irgendwie
ich bin in so einen Sog geraten, sag ich dir, wie es ist. Und dann habe ich Learning to Love Myself von Alex Aubrey gekauft. Das ist genau wie bei den anderen, wirklich mit kurzen Abrissen, zum Teil wirklich so kurz, dass da nur 3 oder 4 Zeilen irgendwie stehen. Und ja, was steht hinten drauf? Letting you go was the beginning of me learning to love myself. Also ich glaube jetzt nicht, dass es überall darum geht, dass man irgendwie loslassen soll, um sich selbst zu lieben, sondern dass es einfach einen so ein bisschen darin bestärkt, auch mal bei sich zu bleiben und sich nicht abhängig von anderen zu machen. Ja, so und zu guter Letzt habe ich mir noch von Jacqueline Whitney All That You Deserve geholt. Hallo, das blendet hier ja irgendwie so doll, dass man es gar nicht richtig sieht. Wo es eben einfach darum geht, was du alles verdienst. Und das sind gute Dinge. Und das ist genau wie die anderen auch so aufgebaut. Manche Seiten sind voll, andere sind relativ leer. Ja, und ich denke, das ist genau wie die anderen. Ich bin dann gespannt, wenn ich sie alle durch habe, was ich dir davon besonders empfehlen kann. Und wo ich sage, ja, war ganz nett, aber hat sich jetzt nicht so gelohnt. Schauen wir. Da werde ich auf jeden Fall alles wieder anmarkern und mit den Klebchen vollballern. Und dann natürlich auch meine liebsten Zitate daraus mit dir teilen. Und eins wollte ich dir noch zeigen, und zwar das. Das ist ein leeres Journal in A4-Größe. Und ich finde das einfach so schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn da steht ja nichts drin. Aber ich wollte es dir einfach der Vollständigkeit halber zeigen, weil ich das dann auch noch bestellt habe, als ich die ganzen Self-Publisher-Bücher bestellt habe. Und das waren tatsächlich meine Bücher-Neuzugänge. Also du siehst einiges, was vermutlich erst nach gewisser Zeit hier auf diesem Kanal wieder zu entdecken ist, weil es was ist, was man jetzt nicht irgendwie am Stück wegliest. Und einiges, wo ich gespannt bin, wann ich denn dazu greife. Also ich denke, Renate Bergmann wirst du als erstes hier wieder auf diesem Kanal treffen. Schon allein deshalb, weil es am dünnsten ist und weil ich richtig Bock habe auf so eine lustige Geschichte. Und jetzt kannst du mir gerne mal sagen, ob du eins der gezeigten Bücher selbst schon gelesen hast, wenn ja, wie du es fandest oder vielleicht hast du auch schon mehrere davon gelesen und was du vielleicht besonders spannend fandest. Und ich würde auch voll gerne von dir wissen, was das letzte Buch ist, was du dir gekauft hast oder ausgeliehen hast oder geschenkt bekommen hast. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!